Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Repaint-Tutorial. Heute wollen wir uns den Iveco Crossway LE vornehmen. Und zwar habe ich mir hier rausgesucht vom Rebus Rostock, Regionalbus Rostock. Die haben hier freundlicherweise auf ihrer Website gleich alles zu dem Bus stehen. Und ja, dieses Repaint wollen wir einfach mal machen. Denn zu dem Bus gibt es ja nur dieses Rote hier dazu. Hier einfach Weser-Ems-Bus, Deutsche Bahn. Ist ja nichts für jede Map. Also machen wir ein neues Repaint. Ja, was brauchen wir dazu? Wir brauchen hier dieses Iveco Crossway LE-White.DDS. Die kopieren wir, beziehungsweise ich gucke mal ganz kurz hier nach. Ja, nee, hätte ja sein können, dass die PDN da noch irgendwas parat hält. Aber wir kopieren uns hier die White DDS hier in die Repaints rein. Und das Ding nenne ich jetzt einfach mal, oh, Rebus. Oh, das reicht eigentlich, würde ich sagen. Dann haben wir jetzt schon mal unsere Grundlage geschaffen, um hier vernünftig arbeiten zu können. Und dann gucken wir mal, jetzt brauchen wir noch ein Logo Rebus. Ah, das sieht doch gut aus. Wir nehmen ungefähr genau dieses da. Das müsste reichen, oder? Ja, das wird reichen. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken, wo das hinkommt. Fangen wir hier auf der Front an, einfach so mittig drüber, ziemlich genauso breit wie Iveco. Also, der Iveco-Schriftzug ist hier in diesem Bereich. Wir breiten uns das mal vor, also hier eine neue Ebene, die nennen wir jetzt gleich Aufkleber. Weil die Lackfarbe müssen wir nicht verändern, sonst hätten wir halt hier im Hintergrund noch eine Ebene Lack gemacht, wie es halt bei allen anderen Repaints auch üblich ist. Dann gehen wir hier mit dem Doppelklick drauf und sagen multiplizieren. Dann können wir das hier einfügen, was wir eben kopiert haben. Und ja, besser könnte es eigentlich nicht laufen. Repaint fertig. Nein, Spaß. Jetzt brauchen wir noch was für die Seite. Oder wir machen erst das Heck. Ach, das passt gerade ganz gut. Ja, ungefähr so breit wie diese Stoßstangenkante da, ne? Es könnte sein, dass wir das jetzt ein bisschen größer ziehen müssen. Und ich hoffe, dass. Ja, das sieht nicht allzu schlimm aus. So, und jetzt stand da drunter noch www.rebus.de. Na, das kriegen wir auch noch hin. Wenn wir nichts hinkriegen. Aber das. www.rebus.de. So. 28. Merke schon 72 fett. Das könnte fast passen, ne? Na. Da. Ne, vom E bis zum S. Aber so eine runde Schrift ist das schon. Na doch, vom E bis zum S. Und das ist aber auch blau, ne? Ja, es ist blau. Aber eine rundere Schrift brauchen wir. Boah, ich würde sagen, wir fangen einfach mal von ganz oben an und arbeiten uns hier durch. Hä? Früher konnte man doch hier mit den Pfeiltasten. Och, das geht auch nicht mehr. Früher konnte man hier einfach so mit den Pfeiltasten so durch. Ja, switchen. Ich suche jetzt eigentlich nur nach einem runden R, dass es hier oben keinen Haken hat, weil hier sieht es so aus, als hätte das R hier eben keinen Haken. Mal gucken, ob wir sowas finden in den ganzen Fonts, die hier von Windows mitgeliefert wurden. Beziehungsweise, was ich mir hier noch so nachinstalliert habe. Ah, das ist ja ärgerlich, dass man hier nicht mehr. Oder geht das so? Ach, so war das genau. Jetzt weiß ich es ja. Also einfach das offene. Ah, das sieht doch gut aus.
Also merken wir uns mal, ja, Bauhaus. Merken wir uns mal Bauhaus, dann sonst ist das da drunter noch, aber so richtig gefällt es mir noch nicht. Aber wir finden schon was, was dazu passt. Nee. Alles noch nicht das Wahre. Oh, zur Not ginge das hier auch, ne? Ja, das sieht auch cool aus. Oder Dubai. Dubai ist bis jetzt mein Favorit. Wenn wir nichts Besseres finden, nehmen wir jetzt Dubai. Nee. Auch nicht. Ah, wir haben noch die Rückfallebene Dubai. Oh, da, 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 da. Ja, das macht immer am meisten Spaß, wenn man erstmal sich irgendwie eine Schriftart raussuchen muss. Und das wieder so eine mega Spezialschrift ist. Das kann natürlich einen kleinen Moment dauern, aber wir haben ja schon über die Hälfte geschafft. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hier noch großartig zu erzählen soll. Oh, das hat viel von Dubai, würde ich sagen. Nee, auch nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ja, das sind die besten Schriftarten. Welcher Grafikdesigner hat sich denn diese Schrift wieder ausgedacht? Hätte man nicht einfach Arial nehmen können, so wie alle anderen auch? Gottes Willen, was gibt es hier für Schriftarten? Also ich bin für Dubai. Dubai, Dubai, Dubai. Oder hieß es überhaupt Dubai? Ich sage es einfach die ganze Zeit Dubai. Helsinki, na, dann gibt es auch Dubai. Dubai Light. Oder? Macht keinen Unterschied. Also nehmen wir Dubai. Ich finde die Schriftart sehr hübsch, muss ich sagen. Passt dazu ganz gut, nehmen wir so. Dann brauchen wir jetzt die Seite. Da kommt hier und hier. Machen wir erstmal diese Seite. Da kommt es und das Fenster hinterm Radkasten. Einfach groß da drauf gepappt. Das kriegen wir hin. Ups. Ja, sind noch auf der richtigen Ebene. Das sollte man auch mal ein bisschen mit kontrollieren. So ist die Größe okay. Die Größe ist ziemlich okay, würde ich sagen. Und die Position stimmt auch. Jetzt kopiere ich mir das mal. Dann kam das. Ich will es nicht falsch machen, also gucke ich lieber nach. Da kommt es auf den zweiten hinterm ersten Wagenkasten. Hier, erste Klappe, zweite Klappe. Zack. Eingefügt, hingebappt, fertig. War diesmal gar nicht so kompliziert, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn man natürlich die Lackierung immer ändern muss, aber im Endeffekt ist es ja jetzt auch nicht so schwer, die Lackierung da zu ändern, ne? Haben wir Front, hier unten kommt noch, ah, das Wichtigste überhaupt. Unten hier in der Mitte, schön klein, dass man es auch ja nicht lesen kann. Ist immer noch zu groß. So. Ne? Ah ne, ein bisschen höher. Hier fast mittig auf der Klappe. Und könnte sogar noch ein Stück größer. Ne? Oder was sagst du? Ja, sieht gut aus. Ja, lassen wir so. Muss ja nicht immer so kompliziert sein. Wie gesagt, wer wissen will, wie man die Lackebene ändert, der guckt sich einfach andere Repaint-Tutorials an vom Evadis zum Beispiel oder so. Könnt ihr mal ganz kurz zeigen. Also da machen wir hier einfach den Hintergrund auf
multiplizieren und fügen hier noch eine Lackebene ein. Die machen wir drunter. Dass man die jetzt hier Lack nennt, ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber sicher ist sicher. Und dann nehmen wir jetzt hier einfach mal ein schön knalliges Rot. Ups. So. Und dann könnte man hier halt dementsprechend noch Farbe so hinpacken, dass ja, das dementsprechende vom Bus dann hier nicht, also das dürfte nicht übergemalt werden, aber dass der Bus hier die Linien und sowas noch erhalten bleiben, die schwarzen Teile. Gut, die Ebene lösche ich jetzt aber hier mal wieder raus. Und ich würde sagen, auch unsere Aufkleberebene, die wollen wir natürlich behalten. Deshalb gehen wir hier, wie Heikels, Iveco Crossway LE, Texturen und Repaints. Da speichern wir jetzt einmal unsere PDN ab. Einmal speichern, zack. Und dann nochmal Datei speichern unter oder Steuerung Shift N. Und dann hier Direct Draw Skin. Und einmal speichern. Dann sagt er hier ersetzen. Ja, wollen wir alles so lassen und zusammenfassen und schließen. So, jetzt haben wir hier unsere beiden Dateien. Jetzt müssen wir uns noch einen kleinen Trick organisieren. Und zwar kopieren wir uns einfach hier diese Repaints aus dem Schnellbus raus und fügen die hier ein. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ah, Wagenkasten. Gut. Also hier das Ding nennen wir Rebus. Und hier das Ding nehmen wir auch Rebus. Das da oben ist nicht so wichtig. Das hier muss unbedingt stehen bleiben. Und hier auch Rebus.dds. So, speichern. Und dann gucken wir uns das jetzt nochmal in OMSI an. Und so sieht das dann in OMSI aus. Ich würde sagen, das ist doch mal wieder ein gelungenes Repaint geworden. Das Kennzeichen ist jetzt natürlich noch nicht das Richtige. Aber an sich ist das, glaube ich, oh, das Ziel erfüllt. Die Schrift hätte ein bisschen dunkler gekonnt. Oh. Ach so, und die Radkappen, die gibt es im OMSI-Forum. Die habe ich erstellt. Die könnt ihr da runterladen. Darf ich sagen, jetzt viel Spaß beim selber Repainten und bis zum nächsten Tutorial. Tschüss!